Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Bam und Gabriel am Start. Und zwar mit dem Pack-Opening von Gladiator's Assault. Ja, yeah. Wir haben das Character-Duell von Axel und Jesse gewonnen. Von dem her dürfen wir 3 Champion-Packs aufmachen. Und wir dürfen, weil wir das letzte Duell gewonnen haben, 3 Tactical Evolution-Packs aufmachen. Deswegen machen wir das einfach ganz kurz und dann gehen wir auch schon rein. So, erstmal das Champion-Pack. Oh, noch ein Threatening Royce. Actually nice. Wird outclassed, aber ist ganz okay. Ist actually ganz okay. Dann haben wir hier My Body. Oh mein Gott. My Body ist zukünftig sehr cool. Und Heilige Maria Mutter. Ja. Ja, auf geht's. Wir haben eine Metamorphose gezogen. Oh mein. Okay. Actually sick. Actually sick. Actually sick. Yo, what? Okay, das ist... Das ist... Damn. Okay, das ist ultra nice. Das ist ultra nice. Okay, auf geht's, ab geht's. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, aber wir haben noch 3 Tactical Evolution Booster hier. Da ist jetzt nichts unbedingt dabei. Ich glaube, das Einzige, was ich will, ist noch ein Summoner's Art. Ansonsten wäre es das auch schon. Aber ja. Oh mein Gott, ein Chthonian Emperor Dragon. Den finde ich actually cool. Den finde ich actually cool, ja. Also ist nice. Ist nice, den nochmal gegettet zu haben als Drachen. Aber bevor wir es hier vergessen, einstellen. 24 Sealed Draft Mode. Und dann einmal in den Gladiator's Assault rein. Und Gladiator's Assault ist actually kein so heftig gutes Set. Man will natürlich die ganzen Gladbeasts ein bisschen mal, also ein paar Mal ziehen. Wir haben auch einen der wenigen Searcher mit dem Testaffen. Aber ansonsten, kein Zugang ist eine gute Karte. Und dann hast du dann halt noch die ganzen High Rarities mit Ultra Rare und Secret Rare, die du eventuell ziehen willst. Aber selbst da ist es nicht so heftig schlimm, wenn man sie nicht zieht. Von dem her, gehen wir einfach mal rein. Ach stimmt, Light und Dark Imprisoning Mirror willst du eigentlich auch haben. Aber das, was ich eigentlich am meisten hier will, ist hier No Entry und eine Rare Marmillo. Alexander ist, glaube ich, ganz okay. Ah, ich glaube, der war Hard Ass, weil den konnte man nur mit einer schlechten Karte specialen. Ich glaube, der war nicht gut. Noch ein Alexander. Alles klar. Okay. Okay, danke. Ja, wenn man es ansonsten so sieht, No Entry nochmal, die zweite schon. Aber Dark Fusion, der Rest ist nicht gut. Swing of Memories, die war, glaube ich, gar nicht mal so cool, so gut. Ah, damit specialt man Alexander. Übrigens mit den Dimikari. Also, okay. Also die Super Rares, ne? Die Super Rares sind gut. Hier ist der erste Marmillo. Da ist die dritte No Entry. Das heißt, im Endeffekt haben wir schon alles, was wir wollen. Jetzt komm. Wie viel Super Rares? Wie viel Super Rares? Und... Okay, ich glaube, wir haben jetzt in 9 Packs 5-6 Super Rares. Der ist, glaube ich, gut. Das war, glaube ich, eine Draw-Karte von den Gladbeasts. Also, actually nice. Bestiari ist auch eine Karte, die man haben will. Secutor. Ansonsten Schmarren. Noch mehr Schmarren. Light Imprisoning Mirror ist actually okay. Nochmal Respite. Fine. Nochmal Respite, nochmal Malicious Edge. Ey, come on. Ey. Okay. Also irgendwas ist hier gerade. Testiger. Oh mein Gott. What? Also. Da ist der Testaffe. Also wenn wir noch ein paar Marmillos ziehen, ne? Wenn wir noch ein paar Marmillos ziehen. Oh mein Gott, hier ist der nächste Marmillo. Ein Marmillo fehlt uns noch. Ich weiß leider nicht genau, wie viele Testaffen wir haben. Aber Testaffen will man definitiv auch haben. Weil es basically eine Tomato ist. Atlus hier ist noch der nächste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte noch ein Marmillo. Bitte gebt uns einfach nur nochmal ein Marmillo. Dark Gaia. Ah, dritter Marmillo. Ah, kein dritter Marmillo. Unlucky. Unlucky. Gut. Aber wenn wir
generell den Testaffen haben, ne? Ist actually okay. Den Testtiger, den Testaffen. Ist okay. Ist okay als Draft. Ja, wir gehen hier einfach mal drunter. Also die Light Imprisoning Mirrors. Hier haben wir den ersten Shadow Imprisoning. Nochmal Light Imprisoning. Hier haben wir nochmal Shadow Imprisoning. Hier haben wir nochmal. Ja, da haben wir das Playset auf alle Fälle. Ich sehe den Testaffen gerade gar nicht. Hier haben wir den Testtiger. Also legit, ich sehe den Testaffen gerade nicht. Jedenfalls. Aber ich glaube, zweimal Mermillo ist auch in Ordnung. Weil den will man eh nur specialen. Also generell, die ganzen Gladbeasts sind halt wichtig. Aber ja, damit wären wir auch schon durch. Und dann sehen wir uns gleich im Duell. Hey Leute, willkommen zu den Opening-Teil von Gladiators Assault. Belly hat euch sicher schon erklärt, was wir so für Karten bekommen wollen. Ich möchte auf jeden Fall ein Playset. Kein Zugang, die bösen Heldenfusionen wären cool, wenn wir da finstere Fusionen bekämen. Ansonsten, ja, Stealthroid auch für eine Sache, die wir spielen könnten, interessant, aber sehr, sehr inkonstant. Daher können wir hier direkt weitergehen. Ich kriege mir direkt einen Spartacus als Rare, was ganz nett ist. Einen Schatteneinsperrender Spiegel ist auch nicht schlecht. Das sind schon mal zwei gute Karten, die man auf jeden Fall haben möchte. Hier ist der erste No Entry, sehr, sehr wichtig an der Stelle. Noch ein paar Gladiator-Ungeheuer-Karten. Also generische Karten sind hier nicht die Welt drin, aber hier sind auf jeden Fall ein paar Karten drin, die ganz geil sind. Wie zum Beispiel der Evil Hero Lightning Golem, für den wir auf jeden Fall gehen können. Und da habe ich tatsächlich eine echt geile Strategie, wenn wir jetzt Finstere Fusion noch ziehen. Das ist natürlich Pflicht an der Stelle, wenn wir es ziehen. So, hier ist wieder nichts drin. Hier ist der zweite No Entry. Ansonsten nicht ganz so interessante Karten. Stealthroid nochmal, dritter No Entry, das heißt, das Playset haben wir schon mal geschafft. Hier ist ein Truckroid für einen anderen Play, den ich noch machen könnte. Hier ist nichts Interessantes drin. Hier haben wir einen Dark Gaia. Okay, jetzt möchte ich unbedingt eine finstere Fusion ziehen. Bitte Spiel, gönn. Ein Bestiari, sehr, sehr gut. Kann, die man auf jeden Fall haben möchte. Noch ein Bestiari, sehr, sehr gut. Gönn finstere Fusion Spiel, bitte gönn. Spartacus, Bestiari, Hoplumus, Parieren, Overlimit. Aber bis jetzt noch keine finstere Fusion, das gefällt mir gar nicht. Komm schon, es ist eine Rare. Noch ein Dark Gaia, es bringt nur nichts, wenn wir die Fusion nicht ziehen. Infernal Gainer. Komm schon, Spiel. Noch ein Infernal Gainer. Macht's nicht so spannend. Gönn. Gönn. Wir haben keine Dark Fusion gezogen. Wir haben einfach keine Dark Fusion gezogen. Joa. Ah, können wir wieder nicht für das gehen. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Wäre ja auch wirklich wieder zu schön gewesen. Ja, unlucky. Wir haben die drei. Wir haben hier mal den Malicious Edge schon in den letzten Parts noch bekommen, was komplett irrelevant ist. Aber eine Dark Fusion sehe ich hier leider nirgends. War ja auch eine Rare. Die drei No Entries haben wir immerhin bekommen. Ja. Ich bin dein Vater. Okay. Das wäre der cooler Typ. Das wäre echt ein cooler Typ. Und damit, wenn ihr genauso coole Typen seid, dann. Nee. Okay, das war jetzt eine GPL-Überleitung, aber wir sind da mit, welches Set war das nochmal? Gladiators Assault. Stimmt, Gladiators Assault. Ja, ihr müsst wissen, wir hatten heute schon einen GPL-Draft, Barry und ich. Ihr, korrekt. Ja. Und, scheiße, jetzt muss ich das nach dem GPL, Na, es ist eh angekündigt, dass der auf Video läuft, oder? Ja, ja, glaube ich. Eben. Ja, von dem, okay, dann passt das. Wir lesen basically einen Tag eher hoch. Ja, eben, deswegen. Genau. Gladiators Assault. Ich weiß nicht, also beziehungsweise doch, ich weiß, dass Barry tilted ist. So viel weiß ich. Wird halt vier Sets in a row geschäftet. Das halten wir mal ganz kurz fest. Ihr habt es eh schon gesehen, warum wir nicht drüber reden. Also. Genau, ihr habt das gesehen. Ich sag Barry immer, wenn er sagt, er wurde in Yugi geschäftet, ich trade sofort gegen meinen Nanatsu-Luck.
Ich sag immer unwichtige Banner und Fest-Banner und Collab-Banner. Ne? Man muss differenzieren. So ein bisschen splitten würde ich schon, weil es kann doch nicht sein, dass ich in diesem Projekt so kaputt geschäftet werde. Das dachte ich mir bei Nanatsu auch und dann kam ReZero. Also, aber ich muss sagen, also ganz ehrlich, 4 Sets in a row finde ich ein bisschen übertrieben tatsächlich. Klar ist es nicht, also ich muss dir eins geben, es ist eins nicht so gut, aber 3 Reiser zu ziehen wird in der generellen Journey, glaube ich, echt gut. Ohne Baumfrosch etc. ist das schon hart schwächer. Wenn ich die Karten, die du alle hast, einmal hätte, die ich keinmal habe, dann würde ich mitgehen, aber so wie es gerade aussieht, nein. Mal ich spiele keine 3. I guess. Ich würde 3 spielen, wenn ich Baumfrosch hätte. Du bist. So. Okay. Battleface. Attack Effect. Eintritt Battleface. Okay. That is fine. Und deine. Okay. Draw. Standby Main. Ja. Tribute Summon. Ja. Reiser. Ja. Effekt Reiser. Ja. Target. Top off Deck, ne? Ja. Ja. Okay. Battleface. Attack directly. Den gönne ich dir. Okay. Set. Deiner. Start Turn. Standby Main. Endlich geht meine Counter-Strat auf. Eine von 10 Karten. Das Thema hatten wir ja im letzten Duell. Da hatte ich echt viel Spaß beim Meditieren. Oh, meine. So, verzieh dich, Frosch. Verzieh dich. Okay, Banish. Dann. Special Summon. Ist okay. Normal Summon. Nope. Nope. Oh. Interessant. Ja. Battleface. Mole macht das, was du am besten kannst. Two Hand. Und der Cyberdog hat dann für 2-1. 2-1. Okay. Deiner. Okay. Draw. Standby Main. Das ist jetzt sehr, sehr interessant. Ich. Zuschauer sehen. Ich fänd's mies witzig, wenn du diesen Frostosaurier 10-mal auf der Hand hättest, gefühlt. Du bist. Standby Main. Normal Summon mein ja. Maulchen. Battleface, Maul, mach dein Ding. Effekt. Ja. Okay. Dann Cyberdrache für den direkten. Okay. 2-1. Der Match-Condenser? Ja. Dachte ich mir. Okay, was machen wir? Was machen wir? Den hier. Wer hätte damit nur rechnen können? Den guten Freund. Und ich muss noch einen pitchen. Und ich nehme actually den Freund hier. Dann danke fürs auf die Hand geben, by the way. Du hast 2 von denen. Yes. Bin ich ja noch unluckiger, als ich das dachte. Okay, dann setze ich 2 Karten verdeckte. Und deine. Okay. Standby Face Effekt. Ja, er denkt dran. Ich bin impressed. Das passiert auch nur einmal tatsächlich. Target. Effekt. Unlucky. Tribute Summon? Ne. Negate the Normal Summon? Okay, dann kommt der Two Hand. Richtig. Upp. Und. Achso, ich bin natürlich schon ja. Der Mainface, ne? Also. Was
Dann Effekt auf die noch. Okay. Okay, schade. Battleface direkt. Also ich freue mich, ich sehe das. Du bist. Standby Main. Also es ist schon wieder mies unangenehm, sag ich. Dumme ist, es ist der Play. Normalsam. Mhm. Battleface. Rising Energy. Mhm. Dumpen. Und du hast dich doch gezogen! Von wegen null Mal! Nee, nee, ich meinte was anderes. Okay, dann. 600 sind 900, ja. Ja, und deine. Okay. Standby. Nein, Standby-Effekt. Ich hab noch nicht mal einen gesagt. Ich war kurz davor. Ich war kurz davor. Tribute Summon? Ja. Effekt Stacking Grand Mall? Lass mich kurz nachdenken. Das ist deins. Okay. Oh, ich bleib ja in dem Vortex drin, wo ja, ich mich raus. Es ist basically ein anderes Yatta-Lock. Yep. Deswegen ist es halt so unfair, dass du zwei hast. Und ich keinen. Ja. Aber deswegen ist. Also, das ist halt. Deswegen ist halt. Grand Mole kind of ein Out, aber nicht wirklich. Weil du die Karte halt nicht removest, sondern halt nur aufschiebst und mit Reiser geht das halt nicht. Mm. Ich wollte gerade quitten. Ich wollte gerade legit quit drücken. Very Freeman, wie geht's, wie steht's? Sag ich so, wie es ist, ich hätte es genommen. Oh, Mann. Ja, ich hätte es genommen mit dem Blatt. Not gonna lie. Okay, bin ich dran? Ja. Achso, okay. Sonst könntest du auch nicht in die Main Phase gehen. Also richtig. Set, deiner. Ich weine. Ich habe eine Vermutung, wer der liegt, denn das gefällt mir nicht. Hydrogeddon. Jo. Entry Battleface. Mhm. Attack. Okay. Tribon. Back Hydrogeddon. Chain. Muss ich, glaube ich, chainen, ne? Das beide sind Damage Slap. Oder? Der Effekt geht aber trotzdem. Ne, warte. Wenn this card destroys an opponent's monster and sends to the graveyard, when I face a monster you control and sends to the graveyard. Graveyard. Ist das das gleiche? Aktiviert sich zuerst ein Hydrogeddon und ich muss damit Chthonian Blast danach eine neue Chain aufmachen? Der Hydrogeddon muss nicht auf dem Feld sein, um seinen Effekt zu aktivieren. Ich kann mit ihm in den 1-6er crashen, der Effekt geht trotzdem. Also für mich ändert sich nichts. Wir kriegen 800 Damage und der eine Hydrogeddon ist weg. Weiß ich safe. Es geht halt darum, kann ich den theoretisch targeten, den du summonst. Also wann muss ich die Blast Chain aktivieren? Warte kurz. Weil ich weiß, dass Monster-Effekte sich direkt danach aktivieren. Aber das ist halt die Frage jetzt. Also jetzt hätte ich wirklich gerne einen Judge. Du bist Chain Link 2, das heißt du kannst nur. Ja. Du bist Chain Link 2, triggerst als erstes und da ist mein Hydrogeddon noch nicht auf dem Feld. Du kannst nur den Target. Die Frage ist, ob dein Chain, ob die Hydrogeddon eine eigene Chain aufmacht oder nicht. Das ist die Frage, die ich gerade stelle. Nein, macht es nicht. Wenn es keine aufmacht, dann musst du zuerst basteln und dann kann ich den anderen schießen. Wenn es eine Chain aufmacht, dann ist es so, wie du gesagt hast, dann kann ich nur den einen targeten. Pass auf, dein Monster geht auf den Friedhof, mein Effekt aktiviert sich. Und wenn du dann chainst... Dann macht er doch eine Chain auf. Also, nee, aber wir machen das jetzt so, ich zerstöre den, du kannst einen specialen, aber ich weiß ja, ein Judge callt das, ne? Das würde mich wirklich interessieren. Ich schreibe ihn noch gleich an. Aber ich kann mir beides vorstellen, das ist halt das Ding an Oldschool Yu-Gi-Oh! Ich kann mir wirklich beides vorstellen, das ist halt einfach blöd. Das ist true, aber dadurch, dass der Effekt... Warte mal, ich schreibe ihn mal an, vielleicht kriegen wir während des Duells sogar noch eine Antwort, das wäre verdammt cool. Dann noch für die 1-6 und dann
Ich verliere 800. Ich meine, im Endeffekt würde ich dann ein 6 dazu kriegen, wenn er im Duell noch antwortet, ne? Also so ist es jetzt auch nicht. Richtig. Ist jetzt nicht, als ob es auf einmal Game-Breaking Omega ist, ne? Also. Jupp. Ja, dann deiner, ne? Jupp. Normal Summon. Battle Phase, Attack. Ja. Main 2. Deiner. Okay, Standby Main. Normal Summon. Okay. Effect Back Row. Pitch. Chain. Okay. Ich meine, ist es in dem Fall egal, was kommt, aber das Wichtigste ist, ich kriege keine 1-5 Schaden in dem Fall jetzt. Den Effekt aktiviere ich dennoch noch einmal. Jo. Nochmal. Okay. Und dann. Okay. Joe, Standby. Ja. Special. Set 1. Ja. Oh, warte, Main. Normal Attack. Alles klar. Du bist. Sind bei Main. Normal Sum. Okay. Battle Phase. Überlegen. Nee. Okay, dann deine. Draw, Standby, Main. Set 1. Normal Zyklop. Battle Phase. Ja. At the end of the damage step ist nachdem die Karten zerstört worden sind, ne? Ja. Okay. Oder. Warte, dann. Das ist was das. Damage Step zerstören sie sich gleichzeitig und nach Damage Step ist Damage Calculation. Damage Calculation habe ich dann keine 2-4 mehr, aber da sind sie schon tot. Glaube ich. Sind beide weg, ja. Und dann kriege ich jetzt eine Karte. Ja. Und ich. Natürlich reibe noch direkt an. Ja. Deiner. Standby Main. Normal Sum. Okay. Effekt. Okay. 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 Battle Phase Attack. Okay. Main Phase 2. Banishen und deiner. Banish. Nein, das ist okay von meiner Seite. Droh. Ja. Standby Main. Special Summon. Battle Phase. Attack. Ja. Deiner. Standby Main. Set. Deiner. Okay. Standby. Battle Phase, Attack. Ja. Main 2, Set, deins. Main, Set, deiner. Alter. Mach mal was, Bro. Wenn ich könnte. Direkt. Ja, ist okay. Also, okay, darf ich was callen? Ich glaube, das ist ein No-Entry. Wieso nicht die andere Karte? Ich. Alter, chill mal, Bro! The fuck? Standby Main. Normal Summon Lilai. Okay. Attack. Ja, Attack in der Main Phase. Battle Phase. Attack ja. Directly. Ah, no entry. Also manchmal bin ich stolz auf mich. Du bist.
So, okay. Start a turn. Standby main. Set deiner. Alter, du machst mich hier. Du machst mich gerade fertig, ne? Es ist so. Ja, also mein Luck hier ist gerade zu überholen, was soll ich sagen? Opfere? Ja. Für den Chthonian Emperor Dragon. Ja. Battleface. Attack. So. Moment, stopp. Ich war jetzt gerade kurz mit dem Judge am Schreiben. Auf die Normal Sum ist ja obvious, das hier. Achso, ja. Achso, ja gut, dann musste ich den Cyber Dragon, ne? Also. Ja. Dann switch ich den. Weil, also, für die Leute, die sich gerade fragen, ich habe ihn nicht in Attack gelegt, falls noch ein No Entry kommt, damit ich ihn dann notfalls in Attack drehen kann. Nee, aber nee, so ist, muss ich natürlich Lethal. Ist fein, aber wenn Lethal, ich gerade während des Duells das klären alles gut. Aber dann gehe ich halt so Battleface und dann geht er wieder in die Death. Sehr schön. Und das muss deiner. Schon die Richtigkeit haben. Ja. Stand by Main. Normal Sum. Jo. Battleface. Machen wir das gleiche. So, Death, deiner. Also das ist so richtig Oldschool Yu-Gi-Oh, ne? Standby Main. Normal Summon. Ich muss ihn nochmal. Force Back. Alter, okay. Ich habe ihn gerade gefragt, das was ich gesagt habe ist richtig. Okay. Also du kannst den neuen. Aber, nicht zerstören. I'm sorry. Dann chain ich den, dann banish den und dann ist das Game. Dann ist das GG. Und ich bin ehrlich, ich bin hundemüde, deswegen verkürzen wir das Nachgerede heute mal ein bisschen. Ich hab scheiße gepullt, konnte nichts machen. Also, Belly hat 15 Karten, die ich nicht besitze. Sein Deck ist consistent, also hat mehr Consistency. Mehr brauchen wir zu dem Thema nicht sagen. Ja, wir sind basically da, wo wir dann den Cut gesetzt haben. Um es zu verkürzen. Ja, richtig. Ja, okay. Hoffen, dass die nächsten Parts laufen. Daddy war verdammt geil. Also, Armored Dragon. Aber wir schauen mal. Ja. Lass mich dir nur eine Frage stellen, okay? Ja. Du spielst noch Makro und Fissure, ne? Ja. Okay. Nein, das dachte ich mir. Das kann ich selbst mit Aufnahme belegen und ich habe sie wieder nicht gezogen. Na. Ich habe die drei Krähen, die ich habe jetzt main gespielt, die habe ich gesehen. Es war auch kein so gutes Out, weil du ihn halt mehrfach hast, aber... Es ist okay. Ja, es geht. Aber ich habe jetzt zwei Duelle lang mehrere Karten nicht gesehen. Ist halt unlucky. Ja, ich meine, wenn es dir ein bisschen einfacher macht, ich habe natürlich eine Tech dazu, ne? Also das ist basically Baumfrosch, wenn Makro liegt. Ja. Also er macht den gleichen Job. Ja, aber mit dem komme ich klar. Also Baumfrosch ist nerviger. Ja. Nee, also es ist basically die gleiche Strategie. Ja, genau. Alles klar. Ja, nächster Part wieder bei mir, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Parts müssen ja nicht über so ewig gehen. Und ja, haust rein. Jo, tschö.